Hallihallo, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Moin, Markus. Schön, dass du da bist. Wir sind hier heute auf der Gamesing wieder. Und werden heute mal ein bisschen was für die Viecher tun hier, wa? Danke, Markus. Danke fürs Abo. 2.0. Ja, wir müssen hier ein bisschen was runterdreschen. Wir brauchen Stroh. Wir brauchen Heu für die Viecher. Also ist einiges zu tun heute. Alte Huber hat seine Viecher hier gelassen, aber kein Futter und keine Einstreu. Also muss man ein bisschen was tun, wa? Dann schauen wir mal. Der Bauer vom Dorf unten, der hat uns freundlicherweise seinen Drescher zur Verfügung gestellt. Und Markus, halt dich fest. Ein John Deere Drescher. Ja, gucken wir mal, wo er ihn hingestellt hat, wa? Ah ja, der zieht nach Drescher aus hier, wa? Dann wollen wir mal los. Ach du meine Nasen, Johnny. Zack, so kann man das auch machen. Ja, sehr gut. Man vergisst es doch immer wieder. Na, was los hier?
Müller nicht. Was ist denn hier? Oh mein Gott. Moin, Dirk. Moin, Jimmy. Ja, nee, ist klar, nur so, ne? Hey Jimmy, bist du überhaupt irgendwann mal zu Hause? Danke, Dirk. Dirk, passt das von der Lautstärke? Ja, Jimmy, ja, dafür gibt's auch Garten und Balkon, oder?
ist ja immer dasselbe. Den ganzen Tag schreibt keiner bei WhatsApp. Ne? Sobald du einen Stream anschmeißt, wollen sie alle was von einem. Fürchterlich, ey. Jimmy ist ja noch besser, kriegt mal alles hingestellt, wa? Brauchen wir nur noch reinkippen und reinschaufeln. Ja, der kann ich auch schon überlegen. Sieh den auf dem Balkon stelle oder so. Aber wenn die Sonne so dolle scheint, da siehst du ja wieder nichts. Tante Dirk. Warum gefällt mir das jetzt? So, und was haben wir vergessen? Ich brauche was zum Abbunkern. Ja, Dirk, aber lieber Schwester als Tante, ne? Nee, Jimmy, Hirsche gehören auf den Acker. Ja, Dirk, das ist deine Devise, wa? Ja, keinen Schritt zu viel machen. Wie voll? Da wollen wir mal loslatschen, wa? Stimmt, hat der Bauer kein Geld, sind die gelben Felg. Felg? Hä? Die gelben Felg? Die Felgen gelb. So wie, warte, zeigt dir gleich. Ja, Felgengelb. Warum sind die gelb? Warum hat der Bauer kein Geld? Weil Qualität seinen Preis hat, ne? So. Moin, Rainer. Ja, auf dem Teller ist das auch nicht schlecht, aber nicht mit Kroketten. Wenn denn mit Knödel oder Klöße.
Was? Jimmy, der Spruch geht anders. Wenn ich ihn noch zusammenkriegen würde. Das Getriebe, warte mal, das Getriebe brummt, der Acker zittert. Hat der Johnny einen Feind gewittert oder irgendwie sowas? Ja, Dirks, wie bei dir im Stream, da sind ja auch nur noch Blaue. Wenn die Blauen mal anfangen zu schreiben, haben die anderen nichts mehr zu sagen. Jimmy, tust du die ganzen Sprüche jetzt googeln oder was? Ja, nee, ist klar, Jimmy. Jimmy, könnt ja jetzt gemein sein, ne? Könnt ja jetzt was sagen, aber ich lasse es lieber. Wenn einer Bock hat, kann er gerne auf den TS kommen. Muss bloß Move in Chat schreiben, dass ich euch ziehen kann. Oder vielleicht ist ja der Jimmy so nett und macht das.
Ah, Jimmy, oh, das ist ja schon Asbach uralt, oder? Moin, Roland. Siehst du, Vincent, einer, der zu mir steht hier. Hat von euch schon mal einer die Map hier angezockt? Die Gunsting? Echt mal ausprobieren, das ist eine schöne Map. Das ist geil gemacht. Sind Dirk auf einmal hin? Muss er Windeln wechseln oder was? Ja, ich weiß, deine Unaussprechliche da. Die Hosen voll? Weiß er ja, da sein rosa Eimer da stehen. Dann kann er ja den voll machen. Moin, Gnomi. Ah, Gnomi, wie war das? Eigenlob stinkt? Gnomi? Ist auch nicht schlecht. Ach Dirk, weißt du, warum ich eigentlich gefragt habe?
Deswegen. Moin, Matze. Ach, verdammt. Dirk, was hast du denn? Na, siehst du, Dirk, ist auch angebracht, dass du mal Diät machst, oder? Ja, Dirk, ich habe mehr Haare wie du. Guck mal. Hier. Wesentlich mehr. Und vor allen Dingen bin ich hier hintenrum nicht so kahl wie du, ne? Freundchen. Hey, Dirk, da muss ich zugeben. Da habe ich weniger wie du. Ja, das sowieso. Bei Männern wachsen Bärte, weißt du? Und Männchen wachsen Bärtchen. Ne, Dirk? Warte mal. So. Wer will, der darf. Das ist kein Bart, was mit deinem Gesicht, das ist ein Zustand. Moin. Moin, Rainer. Na, alter Hühnerschrecker? Na. Hast getrieben den ganzen Tag was arbeiten? Nö, das nicht. Ich brauche heute auch nicht los. Ich habe es bis jetzt nicht gemeldet und werde ich heute Nacht auch nicht los müssen. Okay. Vergiss es, Dirk. Auf die Nummer falle ich nicht rein, von wegen ihr Camp großziehen und so. Was mit den anderen? Trauen die sich nicht, oder was? Keine Ahnung, was da los ist. Sind es immer große Klappe, weißt du? Richtig. Wusste ich doch, Dirk. Hast du einen Grill angehabt heute? Nee, den haben wir heute rausgelassen. Oh, ist auch eben gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und sie hat noch keinen großen Hunger. Und von daher. Warte mal, ich guck mal, ob ich den Matze hochziehen kann.
Müsste eigentlich gehen. Wer hat jetzt die große Fresse? Geht doch, man muss immer erst drohen, ey. Moin. Ja, ich weiß, dass ich immer schon längst gespeichert habe hier. Aber warte mal. Muss mal hier den Gamesound ein bisschen leiser machen. Verstehe euch nicht. Sag mal, was, Matze? 1, 2, 3. Oh, schon besser. Okay, ich habe mich kurz nicht mehr gemutet, weil meine Kinder runterlaufen. Ja, kein Problem. So viele Zuschauer sind es ja hier nicht, ne? 6. Hey, ja, Sven. Jo, Jimmy. Gott sei Dank. Aber mach mal. Weniger. Lass weiterlaufen, Jimmy. Lass einfach einen Kanal weiterlaufen. Ja, aber ich muss auch gleich gehen. Ich muss noch kurz hin. Ich habe noch einen Termin. Mach mal was. Zu spät angefangen. Mach mal was für dein Geld. Ja, ich muss hier real noch ein bisschen was erledigen. Ach so, okay. Sonst hätte ich gleich nach Robert angeschmissen, weißt du? Okay. Meine Kinder hörst du im Hintergrund. Ja, lass mal. Ja, Dirk, also was du Haare nennst, sind vielleicht Fusseln, aber bei mir sind es richtige Haare auf dem Kopf. Ja, streitet euch weiter um die Haare. Ich bin jetzt erstmal mein Zeug erledigen, dass die Kollegen zufrieden sind. Bis später. Mach mal. Tschüss. Bis später. User left your channel. Dirk, du hast vielleicht Haare am Arsch, ja. Aber das war's auch schon. Ja, 88% reicht das noch für eine Bahn? Ja, du stehst ja nur einmal da oben. Tank doch gleich ab. Aber dann müsst ihr. Ach, der steht ja da oben. Scheiße, ich habe gedacht, der steht nach unten. Hast du von selber da hochgefahren? Ja. Bist? Nee, Dirk, ich bin Realist. Knallharter Realist. Aber Blacky muss sich ja vorhin auch gedacht haben, was sind das denn für Nulpen, ey? Nee, Dirk, die sind frisch rasiert. Da ist nichts zum Zusammenknoten. Ach, übrigens, Dirk, probier mal bei Nightbot wieder diesen Facebook-Command reinzumachen. Bei mir geht es jetzt wieder. Gott weiß warum. Also zumindest hat es vorhin funktioniert. Ja, das letzte Mal ja auch noch nicht funktioniert, wo ich direkt von der Facebook-Seite runtergeschoben habe. Ja, ja. Gezogen habe und habe reinkopiert. Genau. Ah, ich habe den vorhin nochmal neu eingegeben und dann ging es auf einmal. Naja, Jimmy, dann können die beiden das da zusammenknoten. Ja, stimmt. Und dann kann Crash bei Dirk so ein bisschen alle Klabusterbären rumknabbern. Ah, ich glaube, ich muss mal einen anderen Stuhl kaufen, ey. Ach, Roland, schlaf weiter. Jo, funktioniert der Link.
Cool. Endlich mal was Positives. Ich geh mal kurz eine rauchen. Mach mal. Ah, ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich muss feststellen, ich brauche einen größeren zweiten Monitor. Oder einen dritten. Und guck mal, Dirk hat was zum Spielen gefunden. Stimmt, Dirk. Gute Idee, sehr gute Idee. Den werde ich nachher gleich noch einfügen, den Befehl. Aber Dirk, ich dachte da eher an dich. Ja, stimmt, Dirk. Aber aus hier kann man nicht mehr viel machen. Dirk, du weißt doch, wer pinke LKWs fährt, der hat einen kleinen Pillemann. Roland, wieso? Was ist los? Warum Iwe? Schon wieder Bilder im Kopf oder was?
Ach, Dirk. Weißt du, es kommt immer drauf an, was man im Leben so erlebt hat, ne? Und demnach müsste ich vielleicht mal knackige 20 sein. Du schon so um die 60 oder so. Müsste die einen sehen mit 42 noch jung und knackig aus und die anderen alt und verbraucht. Ja, Roland, wenn du so eine versaute Fantasie hast, ist das kein Wunder, ne? Dirk, das wollte da jetzt keiner wissen hier. Oh, jetzt hat Roland wieder richtig Kopfkino. Aber ohne Werbung, das zeig dir, du. Nee, Roland, du da nicht. Ja, Dirk, und danach kannst du auf den TS kommen oder traust dich nicht. Dirk, du Sack!
Ja, nee, ist klar, Roland. Hm, wer soll denn dir das glauben? Das glaubst du ja noch nicht mal selber. So, da bin ich auch schon wieder. Guten Tag. Schon Wahnsinn, was Dirk alles so für Bilder auf dem Handy hat. Wieso? Gerade geschrieben, dass er duschen geht. Und schickte von so einem duschenden Typen ein Bild, ey. Aha. Ich möchte das Bild gar nicht erst sehen. Ja, das Bild geht. Weil es ja Dirk nicht drauf, weißt du, aber. Wieso hat er solche Bilder auf dem Handy? Weißt du, wie ich meine? Ah, ja, ja, jetzt, ja. Es gibt mir da schon sehr zu denken. Mir dann aber auch. Hat er sich wieder ein Eigentor geschossen? Na, wann machst du wieder was? Ich will mal gucken, ob ich morgen früh wieder was mache. Okay. Du musst ja bei Zeiten aufstehen, wa? Ja, musst du. Na, Glocke angemacht hast und sowas, ein Abo da gelassen hast, wirst du ja sehen, wenn das dann da losbüdelt. Habe ich, aber das meinte ich gerade nicht. Ach so? Dass ich vor dir nochmal dran komme, weißt du? Ach so. Ja, ja. Ja, sehr früh aufstehen. Wieso? Wann fängst du an? Um 8? Weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich gucken. Als Dirk hier eine Map gesucht hat, war von der Kernstadt, war er nicht so begeistert. Nö. Ist halt Geschmackssache, ne? Ja. Ja, für mich wäre es auch nichts, weil die Felder einfach zu groß sind für ihn alleine. Weil du halt wirklich dann, was weiß ich, eine Streamlänge wirklich nur eins machst, ne? Richtig. Ich meine, ich werde heute hier auch nichts anderes machen wie dreschen und pressen und mähen und pressen und. du hast hier auf der Map kein Feld, wo noch Getreide draufsteht. Oder wo du Stroh oder Heu kaufen kannst, weißt du? Also zumindest habe ich noch nichts gefunden. Und da musst du dir halt echt erst was anbauen und warten und ist ja alles kacke. Das war zu weit.
Also diese Trecker hier sind echt geil gemacht, ne? Welche? Die von Argo. Ach so, ja. Die sind echt genial, ey. Mal vorhin noch einen Johnny runtergezogen. Ach, siehst du, den hab ich noch gar nicht dazu eingefügt. Verdammt, das wollte ich doch noch machen. Ja, voll. Markus, bist du noch da? Wohl 6:30, der wird im Stall sein, ne? Keine Ahnung. Aber was auch geil gemacht ist hier mit den Kühen. Weil die halt wirklich eine riesen Wiese haben und auch überall rumrennen. Das ist schon geil gemacht. Ah, die Map hat einen Fehler. Wenn die Viecher sich hinlegen und am Zaun stehen, liegen die durch den Zaun durch. Okay. Ich hoffe mal, dass sie das noch fixen irgendwie. Ah, die hat so einen Detailreichtum, die Map hier. Wenn du hier auch mal guckst. Bei dem Fahrrad, da steht nicht nur ein Fahrrad. Nö, da liegt auch noch eine Luftpumpe rum. Die Hochdruckreiniger sind angeschlossen. Will nicht wissen, wie viele Stunden der hier an der Map saß, ey. Reichlich viele Stunden. Korrekt darum. Jo. Aber an den Handbremsen-Mod muss ich auch erstmal gewöhnen. Aber ich hab den gar nicht drauf bei mir. Jetzt mal, wenn du losfahren willst, vergisst du die Handbremse.
War heute Morgen halben Vormittag damit beschäftigt, die ganzen scheiß Goldnuggets hier einzusammeln. Weil die mir so auf den Zünder gegangen sind. Jedes Mal, wenn die Map aufgemacht hast, ist auf den Maps nichts gesehen vor der... von den scheiß Goldnuggets. Weil die ja dann... Ja, durch die Punkte, ne? Ja, genau. Das ist ein Scheiß. Ja, moin, Andi. Schön, dass du vorbeischaust. Wieder erholt, ja? Moin, Timo. Cool, dass er vorbeikommt. Mal gucken, ob ich die Woche vielleicht noch zu meinem Anbieter komme. Dass er mir mal ein bisschen besseren Upload gibt. Das wird er mit Sicherheit machen, wenn du das Portemonnaie aufmachst. Mhm, klar. Da sind sie ja immer ziemlich schnell flexibel in solchen Sachen. Naja. Bloß dann muss es halt auch noch funktionieren, ne? Das ist noch die andere Sache, ja. Scheiß Handbremse. Ja, Andi, aber das Thema Klabusterbären, das hatten wir hier auch schon heute. Du könntest bei ModHub mal reingucken. Da gibt es einen Mod, da wird das Schneidwerk automatisch runtergelassen und ausgehoben. Okay. Da brauchst du nicht jedes Mal immer den Knopf gedrücken. Sobald du an den Bestand ranfährst, geht das Schneidwerk automatisch runter, fährst aus dem Bestand raus, geht sofort hoch. Okay, mal gucken. Wie der heißt, weißt du nicht zufällig, wa? Nein. Da siehst du auf jeden Fall ein Schneidwerk, wo zwei Pfeile drauf sind. Ein Pfeil nach oben, ein Pfeil nach unten. Ah. Die Pfeile müssten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf der linken Seite sein von dem Bild. Das ist aber schon etwas länger her. Na, muss ich mal gucken. Diesen Mod benutze ich selber, das ist richtig praktisch. Ah, ich habe... letzten Tage eigentlich öfters mal oder den ganzen ModHub noch mal durchgeguckt. Ist mir sowas gar nicht aufgefallen. Warte mal. Andi, hast du ein neues Profilbild? Ja, da habe ich den ersten Tapeter zu finden. Heißt Automatik Butters, ist ein weißes Bild.
Automatik was? Automatik Kutters. Okay. Also Kutter wie Schneider naja. Oder sowas oder Schneid, ne? Es ist ein weißes Bild, du hast einen weißen Pfeil links und einen weißen Pfeil rechts und darunter ist ein Schneidwerk abgebildet. Ach doch, ich glaube, ich hab das gesehen, ja. Ja, ich denk doch, das sieht da anders aus. Wie gesagt, ist unter Peter zu finden. Okay. Im letzten Drittel hinten. Werde das Ding mal ausprobieren. Aber nur bei der Drescher, oder? So Grubber und sowas hebt der nicht aus, oder? Nee, nur Schneidwerke. Okay. Ob das jetzt Getreide ist oder so, da funktioniert das. Beim Häcksler weiß ich es jetzt nicht. Ah. Ja, Timo, das habe ich mir auch gerade so bei mir gedacht. So, wo war denn jetzt der nächste Acker? Die 17. Die 17. Und dann fahren wir zur 17. Na, da fahren wir so hin. Andi, sein Profilbild, das erinnert mich so an diesen einen Engländer, diese Comedy-Serie da. Ja, das ist der. Von den Britons oder wie sie heißen da was, ne? Genau. Hä? Das waren zu viele Smileys. Ja. Ich glaube, das muss ich auch nochmal entschärfen ein bisschen. Ja, na Andi, also wir dachten da eher so an Bilder in Leggings oder so. Oder im BH. Pinkfarbene Leggings, wohl bemerkt. Oh, Rainer, du brauchst das knallhart, oder? Das Schild. Ja, das war ein paar zu paar Smileys zu viel. Obwohl, er hat nur 6 Stück gemacht. Ja, ja. Noch alles gut. Ich muss da bloß nochmal Nightbot ein bisschen bearbeiten. Ist alles noch auf der Originaleinstellung. Und das muss ich auch noch mal ein bisschen ändern. Moin Anime-Fan, schön, dass du reinschaust. Ja, Timo. Weniger ist manchmal mehr, ne?
Ja, ne, Andi? Sehe ich genauso. Sag ich jetzt mal gar nichts zu. Ja, besser ist. Ja, im Endeffekt sind das alles Arbeitsgeräte, ne? Also. Aber Johnny sieht halt schon geiler aus, ne? Was hat er denn jetzt, mein Guter hier? Wie mal das Vorgewinde. Soll das bisschen hier der Helfer machen. Ja, grün-gelb gehört auf jedes Feld, oder wie war das? Ja gut, bei Rainer ist es grün-weiß. Ja, so in etwa. Hau ich nochmal ein herzlich willkommen an alle Zuschauer raus, die sich im Hintergrund aufhalten. Ihr dürft euch auch gerne am Chat beteiligen, wenn ihr möchtet. Dort beißt niemand. Auch wenn manche so aussehen, ne, Andi? Mir unbedingt noch mal mit dem Curseplay beschäftigen. Ja, wenn du Curseplay am Laufen hast, musst du den Verkehr ausmachen. Ja, der Verkehr geht hier eigentlich. Hat er gut gelöst. Erstens mal fährt er 40 und meistens bloß in eine Richtung. Aha. Ja, tanken wir erstmal ab, wa? So, Ed von Schleck, ja, Andi? Ist denn der Game Sound, kommt das gut rüber? Oder ist es so leise? Kann ich nicht sagen, ich höre den nicht. Jetzt los.
Was hat er denn hier für ein Problem? Super, cool, danke. Jetzt. Boah, bei der Quali muss ich mir echt angewöhnen, mich langsam zu bewegen. So. Dann darf der Helfer mal und ich gebe mir mal schnell einen Kaffee machen. Bin gleich wieder da. Oh, Kaffee, das ist eine gute Idee. Dem schließe ich mich doch gleich mal an. Ja. Bis gleich.
So, und da ist er wieder. Wie beendet? Was denn hier los? Ich glaube, Takt. Und auch an die neuen Zuschauer herzlich willkommen. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen unterhalten hier. Seine Kohle kann er vergessen, ey. Er soll erstmal seine Arbeit machen. Dann können wir über Kohle reden hier. Der ist ja schon wie Blackie, ey. Wer möchte, kann auch gerne auf den TS kommen. Gebt da einfach Ausrufezeichen TS ein. Und kriegt da die TS-IP. Oh ja, klasse. Super, hast du das gemacht. So, haben wir alle? Quatsch, war der falsche. Sind Kartoffeln. 59 haben wir nicht. Oh, das war's. Hauen wir den Hocker wieder weg hier. Richtig, Roland, so sägt das auch. Soll froh sein, dass er überhaupt was bekommt. Hey, beruhigen Sie sich bitte, ja? Boah, ihr seid das so Hirsche, ey. Macht Schweck mit deinem Hocker. Ja, schön die Pinguine weggebügelt. Was steht da denn? Ach, die Barke. So, erstmal schön beim Nachbarn über den Acker knallen hier. Denn hier rum?
Ja, das ist Pavel. Pavel aus Poznan. Wenn er morgens aufsteht, ballert er sich erstmal eine halbe Pulle Wodka rein, dass er eine ruhige Hand kriegt. So, bringen wir den Hocker mal auf den Hof, oder? Es kann gut sein, Dirk. Echt eine ganze? Das reicht dir? Aber Andi, du nimmst doch keinen Wodka, oder? Du nimmst doch hier, was weiß ich, Dornkart oder Küstennebel oder sowas, wa? Oder doch schön akkurat ein Stroh rum. Ja. Oder ein Ratzeputz. Jo, wenn man früh morgen gleich blind ist. Hey, Nancy, 82, Dankeschön für dein Abo. Ach, Stroh rum, wirst du da nicht blind von? Ja, bei einigen, da kannst du schon, naja, nicht mehr viel kaputt machen. Ja. Aber jetzt guck mal hier, jetzt wollte Dirk die Map nehmen. Wie eng das ist, siehst du das? Ja. Ich glaube, das hätte er vergessen können hier. Andi, das war deine Frau, ja? Na, denn Hallöchen an Andis Frau. So, lass mal den. Ach ne, hier müssen wir ja mal durchfahren. Das ist nix. So. Aus die Möhre. Hey. Was ist denn los? Lösch den Text, was für ein Text? Na, da ist er. Hi, Nancy. Ist das richtig, was Andi da erzählt, oder erzählt er da nur Märchen? Kannst du selber zurückziehen, Andi.
Wieso nennen sie, brauchst du auch eine oder was? Teilt euch die? Mal die hier stehen, wa? So, da haben Andi die Farbe so schön gefällt. Nehmen wir mal einen Johnny, wa? Zum Pressen. Willst du machen? Rund oder Quader? Quader. Ja, Rundbein wäre auch ein bisschen, ja, sinnfrei. Die Felder haben doch alle so ein leichtes Gefälle. Ja. Könntest du... Ich glaube, der See unten ist der tiefste Punkt von der Map. Könntest die Ballen alle aus dem See rausholen. Na super. Ja, nee, ist klar, Nancy. Geh von aus, dass das nur Spaß ist. Dankeschön, Nancy. Hau rein. Schönen Abend noch. Schön ist auch, dass die Acker hier nicht alle so gerade sind, weißt du, so eben. Dass auch mal ein bisschen Gefälle drin ist und alles. Ja. Ich meine, bei denen hier geht's noch, hinten bei der Wiese. Würde ich nachher auch noch mähen. Da geht es mal die da geradeaus, denn die da siehst jetzt gerade. Da sind richtig steil.
Ach, die Wiese hinten, ja, alles klar. Also an der Landschaft hier können wir echt nicht, kann ich echt nicht genug sehen hier. Ist echt genial gemacht. Ja, einige Mapper geben sich auch richtig Mühe. Ja. Also ich, das ist jetzt eigentlich auch die einzigste Map, die so ein bisschen im Hochgebirge ist, ne? Also die ich kenne, ne? Ja. Alle der andere, das ist ja so oh, bisschen hügelig, ne? Ja, ne? Der ist Knüller, ist das, ey. Muss ja alles noch ein bisschen bearbeiten, da. Ne? Ist jetzt der zweite Stream, lasst mal noch ein bisschen Zeit. Zum Beispiel mit der Meldung jetzt hier, was der Nightbot reingeschmissen hat. Wenn du das alles einstellst, dann stellst du eine Viertelstunde. Naja, ist ja ein längerer Zeitraum, wa? Kannst vergessen. Ist denn im Stream doch ein bisschen was anderes, ne? Wenn du überlegst, ruckzuck, wenn du am Stream bist, ruckzuck 2 Stunden um, ne? Ja, eben drum. Da kommt dir das vor, als wenn das alle 5 Minuten ist. Ja. Aber ist auch eine Viertelstunde ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ein guter Zeitraum. Ja, ich werde es noch ein bisschen runterdrehen. Muss noch überlegen, wo ich die ganzen Ballen lagere. Den kleinen Hof da.
Naja. Andi. Wenn wir keinen Blödsinn machen, dann sind wir hier an der falschen Stelle, würde ich sagen. Mal überlege, was wir in anderen Livestreams schon vermisst verzapft haben. Pinken LKWs zum Beispiel. Oder eine Map-Vorstellung komplett gecrashed. Genau. Gecrashed, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, richtig. Aber ich glaube, so eine lustige Map-Vorstellung hat noch nie einer gemacht. Nee, ich glaub's auch nicht. Alter, war Teig da Tränen gelacht, ey. Oder hier, Kai aus dem Klo, wa? Ja. Ey, ich hab da echt Tränen gelacht. Ich hab nichts mehr gesehen. Ich konnte bald nicht mehr fahren, ey. Ja, jetzt stellt sich bloß die Frage, hat er unseren Scherz mitgemacht oder hat er das so volle Mütze genommen? Ja, ich glaube, das hat er nicht ganz so verstanden, wa? Ja, auf den Link von OBS warte ich ja heute noch von ihm. Ja, ich hab ihn gekriegt, siehst du ja, ne? Ja, ja. Ich nehme jetzt hier mit OBS auf, ne? Soll ich dir den Link dann schicken? Ja, schick mir mal den Link von OBS, dann könnte ich vielleicht irgendwann ja auch mal irgendwann mit Stream mal anfangen. Ja. Kannst ein Tutorial über Steam machen, über die Partnerbörse. Ja, genau, richtig. Partnervermittlung Steam, jawohl. Robert! Alte Robert. Hütte! Alter Hühnerschrecke! Was macht die Kunst? Du alter Farmer, sagt er. Soll ich denn zu dir sagen, du alter Tracker oder was? So. Mal gucken, ob Dirk noch im Hintergrund ist. Das werden wir gleich sehen. Robert, was ist mit Karin los? Ist die schon wieder am Backen oder was? Ach nö. Rainer, was ist los? Nix. Alles gut. Jo, was siehst du hier? Pressen. Pressen. Danach pressen wir noch ein bisschen. Und dann mähen wir ein bisschen. Dass wir danach noch ein bisschen pressen können. Rainer? Ja. Dirk ist so ein Arsch, ne? Schreibt er mir ja gerade bei WhatsApp. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich jetzt im Chat schreibe. So, Dirk, quasi hast du jetzt im Chat geschrieben. Ja, da ist er. Hallo, Robert. Hehehehe
Dirk, auch das kannst du dir sparen. Ah, ist es bei euch auch so warm? Bei uns sind es jetzt noch 26 Grad hier. Ja, also laut Handy haben wir hier noch 22. Ich glaube, ich muss mal Oberteil ausziehen hier. Was ist los, Rainer? Ja, ja, wie gut, dass ich noch ein paar Aufkleber habe. Die müssen ja langsam ausgehen, ey. Bei Robert, bei mir. Der Robert hat ja keine Facecam, Gott sei Dank. Ach, nicht bei Robert, bei Dirk meine ich. Ja, kannst du deine Cam vielleicht auch auf die andere Seite rüberlegen? Da muss ich nicht jedes Mal die Zettel abziehen. Kann ich nicht lassen. Ich mach das als Überraschungseffekt, weißt du? Jedes Mal an einer anderen Stelle. Ach so. Stream anmache. Gnomi, ja, ich hab's gesehen. Du hast gesagt, Robert hat ja noch keine. Ja, noch keine. Jetzt mal gucken, ob ich vielleicht seine Postadresse ihm irgendwie aus dem Kreuz leiern kann. Da schicke ich ihm mal eine. Von Robert Gnomi. Ja, Robert, das befürchte ich auch, aber wo wir durch müssen, musst du auch durch. Wir haben uns jetzt schon an Dirk gewöhnt, jetzt gewöhnen wir uns auch an Crash, dann schaffen wir das bei dir auch. Ja. Hört zwar hart ein Stück Arbeit, aber schaffen wir schon irgendwie. Ich habe ja mein Gesicht auch schon ein paar Mal in die Cam gehalten, also von daher. Ja, ja, leider. Ja. Ja, aber Kochstreams ohne Cam, das sieht scheiße aus, ne? Ja, das wäre ein bisschen blöd, ne? Ja. Kann ich ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Mhm. Koch-Tutorial als Hörbuch. Ja, genau, richtig. Numi, brauchst mir nicht verkaufen. Ich leier die Robert schon irgendwie aus dem Kreuz. Und zur Not gibt's Karin noch. Alter Schwede, ey. Kommt dann wieder der Jan online, der zu viel Kreide gegessen hat, deswegen hat er so eine weibliche Stimme. Der Kreide, Jan? Oder man könnte vielleicht auch Titten-Jan sagen, wa? Ja.
die beiden willst du alle mit dem Frontlader aufladen, ja? Muss ich. Weil ich keinen gescheiten URL mit reingenommen habe. Du hast doch zur Not noch den Autostack. Ja, aber... Den könntest du ja für den Bereich erstmal mieten. Auf den kleinen Hof so in die Höhe stapeln? Ja. Ja, stimmt, könnte ich eigentlich machen. Mach dir erstmal lieber Gedanken, wo du die ganzen Beine hinpacken willst. Ja, das ist der andere Punkt. Ja, Roland, bist gleich munter geworden von mir. Hat jetzt einen Schreck fürs Leben. Ja, ja. Stell dir mal vor, der hat es denn auch noch auf Vollbild. Oh, um Gottes Willen. So. Lass mal den hier erstmal stehen. Ach. Fahren wir erstmal mähen. Danke, Robert. Jetzt muss ich erstmal überlegen, warum ich das Mähwerk zusammengebaut habe. Für vorne oder für hinten? Ich wusste es. Wenn du hier an dem Kuhhof mal guckst, du hast hier nicht wirklich Platz, irgendwo Ballen zu lagern, ne? Du kannst höchstens ein Silo voll machen damit. Drüben ist die Schafweide, da geht's auch nicht.
Warte mal, was gucken hier. Mit dem Güllemixer ist auch geil auch gemacht hier. Doch verkehrt rum dran. Einmal mit Profis, ey. Ja, na, Seasons kann ich nicht gebrauchen hier drauf. Nee, Robert. Zumindest kann es schon sein, dass er das hat, aber das mag ich überhaupt nicht. Denn wie hat Honecker schon immer gesagt, vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Ja, Gnomi. Geht gleich los. So, ich gehe noch mal schnell die Raucher lang. 20 Knui. Mach die Wiese hier noch fertig und dann. Jo, Andi, hau rein, lass das schmecken. Schön, dass du da warst. Oh, die schönen Allgäuer Alpenkräuter hier. Das gibt eine Milch. Dann pass mal auf, nicht, dass du das irgendwo zum Trocknen aufhängst und dir selber einen Tabak reinbröselst. Schauen wir mal. Wäre ein Versuch wert, ne? Ja, dann hast du wirklich die guten Alpenkräuter. Jo. Ich habe ja über 10 Jahre im Allgäu gelebt, ne? Und mit diesem Heu machen die da unten sehr viel, ne? Angefangen mit diesen Heuhotels. Dann verkaufen sie da Heukissen. Da gibt es eine richtig große Firma, die stellt nur Heukissen und Heudecken her. Dann gibt es Heubier. In Restaurants gibt es Heubraten und alles. Heukartoffeln schmeckt übrigens auch sehr lecker. Aha. Anstatt Rosmarinkartoffeln, Heukartoffeln. Okay. Die legst du Alufolie aus, machst das Heu drauf, Kartoffel drauf. Oben nochmal Heu oben drauf und die Folie dann zu, ne? Und ja, dann ab in den Ofen. Ey, so lecker. Okay. Hab noch nie was von gehört. Echt ne? So nee. Geil. Viertelstunde haben wir ja noch Zeit, dann gehe ich jetzt erstmal eine rauchen. Jo, mach mal. Heubier gibt's auch, ja. Frag mich auch nicht, wie sie das machen. Ob sie dann anstatt Hopfen Heu nehmen oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also das Allgäu kann ich auch jedem empfehlen zum Urlaub machen. Das ist echt Wahnsinn. Sommer wie Winter. Im Sommer zum Wandern, im Winter zum Skifahren. Ist genial da. Ja, genau, das wäre was für Rainer. Ab in Terkora damit. Ah, das schmeckt auch richtig lecker. Also essen kannst du unten wie Gott in Frankreich, wenn du hier so auf Deftiges stehst, wie Krustenbraten, Haxen und so weiter. Das ist Wahnsinn. Also wie Gnomi hier schon geschrieben hat, dass er 5 vor 8 seinen Stream anschmeißt, schaut mal vorbei. Scheinbar gibt es heute einen Überraschungsstream. Gibt da einfach Ausrufezeichen Gnomi ein, dann kommt er auf seinen Kanal. Schaut mal vorbei, dies... Ey, ruhig, Brauner. Schaut mal vorbei. Das sind auch schöne Streams, die er macht. Lass ihm ein Däumchen da oder ein Abo. Freut er sich bestimmt drüber. Der kleine Wurzelzwerg. Mal gucken, was er heute macht. Ob er wieder Train Simulator fährt. Komm, Gnomi, hau mal raus, was du machst.
Nicht Lastkraftwagenfahrer tut tut, sondern Lokführer Gnomi tut tut. Na gut, dann lassen wir uns überraschen. Mal gucken, was du raushaust. Ob es was Gescheites ist. Bibi. Mal gucken, ob Gnomi noch was anderes kann, wie OBS einstellen. Wir werden es ja gleich live und in Farbe erleben. Ja, schauen wir mal. Die Unimog-Schnacke. Ah, Gnomi, das haben wir doch jeden Tag. Den Unimog-Schnacker. Den Acker-Schnacker. Na und? Ja. Denn Lulus hier spackt meine Maus schon wieder ab. Merkwürdig. Jetzt geht's wieder.
So, dann fahren wir mal auf den Hof. Und langsam Feierabend. Dass der Unimog-Schnagger loslegen kann. Klatsch, das war der Ast. Jedes Mal die Dachrinne, ey. Jedes Mal bleibe ich da hängen. So. Ach, Mädel. Oh, Tür zu, auf der Tod. Lass mal den ganzen Scheiß hier stehen. Ich weiß nicht, ob wir morgen weitermachen. Ansonsten am Samstag. Wie gesagt, schaut mal bei Knumi jetzt vorbei. Ich denke mal, der wird schon laufen jetzt. Wir werden uns da auch gleich sehen. Schön, dass er da war. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? In diesem Sinne, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.